In diesem Video habe ich ein Überraschungsprojekt für euch und für mich auch. Hallöchen zurück im Maycrest Nähcafé. Ich bin Bettina und das ist das neue Nähcafé. Sieht gar nicht so anders aus, weil wir sind immer noch bei mir in meinem kleinen Nähstudio. Aber ich habe wenigstens schon mal das neue Logo für euch mitgebracht. Und auch sonst sieht es, finde ich, alles ein bisschen fresher aus bei uns hier auf YouTube und natürlich auch auf maycrest.de. Zum einen wollen wir ein bisschen hübscher für euch aussehen und ein bisschen moderner. Und zum anderen wollen wir natürlich auf maycrest.de für euch die Erfahrung mit uns verbessern. Denn wir bei Maycrest möchten euch bei euren Handarbeits- und Heimwerk- und Bastelprojekten von Anfang bis Ende begleiten. Und wir möchten da sein, wenn ihr sagt, ihr braucht einen Schnitt, ihr braucht eine Technik, ihr braucht ein Material, ihr braucht vielleicht noch ein bisschen Hilfe. Wir wollen das ganze Ding mit euch gemeinsam von Anfang bis Ende schaffen und euch so gut wie möglich dabei zur Seite stehen, eben auch mit den nötigen Ressourcen, also mit den Produkten, die ihr braucht für euer Projekt. Für mich heißt das konkret, ich brauche Nähsachen. Für euch kann das alles Mögliche heißen, denn wir haben ja auch Stricken, Häkeln, Plotten, Basteln, Schmuckbasteln, Handlettering, Scrapbooking, alles Mögliche. Und all das findet ihr bei uns auf maycrest.de. Diesen ganzen großen Rebrand müssen wir ein bisschen feiern, denn es war super viel Arbeit. Wir sind super gespannt, wie es euch gefällt. Ich hoffe wirklich, dass es euch genauso gut gefällt wie mir, weil ich finde den Look einfach so schön clean und modern. Und ich finde, man kann sich sehr schön zurechtfinden und kann sehr schön finden, was man braucht. Und ja, um das ganze Ding so ein bisschen zu feiern, haben wir uns überlegt, dass wir eine kleine Überraschungsprojekt-Austauschaktion für euch machen. Wir sind an dieser Stelle Team YouTube Stoffe.de, nämlich Nine, die ihr vielleicht von Delari kennt oder eben vom YouTube-Kanal von Stoffe.de und ich. Nine und ich machen das zusammen, weil Maycrest und Stoffe.de sind sozusagen Geschwister. Und so haben wir gesagt, wir schicken uns gegenseitig ein Paket und wollen euch zeigen, wie schön es ist, bei Maycrest jetzt eben ganze Projekte zu bekommen. Und ja, ich durfte mir von Nine wünschen, dass ich irgendwie einen kleinen Nähbezug bekomme, weil ich natürlich hier für euch und mit euch auch nähen möchte. Und ich habe mir für Nine auch was ganz, ganz Tolles mit einem Stoffbezug ausgedacht, was ihr euch dann bei ihr anschauen könnt. Sobald ihr Video da ist, werde ich es unter diesem Video verlinken. Vielleicht posten wir sogar gleichzeitig, muss ich sie mal fragen. Das kriegen wir auf jeden Fall für euch hin. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Nine mir geschickt hat. Hey Bettina, liebe Grüße aus dem Stoffe.de Studio rüber in das Maycrest Studio im neuen Look. Ich bin schon ganz gespannt. Danke für das Überraschungspaket. Ich habe was Cooles draus gezaubert. Das waren super Materialien. Und jetzt bin ich total gespannt, was du aus meinem Überraschungspaket gemacht hast. So sieht der Spaß aus. So sieht er auf unserer neuen Box aus. Und natürlich auch hinten auf meiner Leinwand. Und bevor ich die Box jetzt aufmache, will ich noch ein kleines Wort dazu sagen. Denn wir haben uns beim Logo richtig Gedanken gemacht. Und wir möchten euch begleiten auf eurem Projekt oder mit eurem Projekt. Und wir möchten für euch so ein bisschen die Basis bieten, sodass wir sagen, hey, es gibt eine Leinwand und da könnt ihr was drauf schaffen. Und das ist eben diese Idee gewesen, dass Maycrest mit auf dieser Leinwand dabei hilft, dass euer Projekt zum Glänzen kommt. Und damit das für euch noch ein bisschen einfacher wird, habe ich in diesem Video auch ein paar Cash-Gutscheine für Maycrest, für unseren neuen Look, aber für alle Produkte, die wir haben, für euch zu verlosen. Und zwar dreimal à 50 Euro. So viel jetzt. Zum Ende des Videos gibt es noch ein bisschen mehr Info dazu, denn jetzt mache ich mich an das Paket von Nine. Wollte nämlich einen astreinen Nähbezug mit aber einer schönen kleinen Vorarbeit. Ich denke, wenn ich schon Batikfarbe bekomme, will Nine, dass ich Batik mache. Finde ich richtig gut. Ich finde die Farbe auch fantastisch. Vor allem, weil es so dieser klassische Batik-Shibori-Look ist. Und den wollte ich schon ewig ausprobieren. Und ich glaube, genau das ist es auch, was ich hier als Aufgabenstellung bekommen habe. Denn ich habe auch ein Schnürchen bekommen. Und Shibori ist ja dieses Ding, diese japanische traditionelle Batik-Kunst, in der ein Stoff, so wie eben hier dieser Baumwoll, diese Baumwollwebware, gefaltet und dann noch so ein bisschen geschnürt wird und dann eben in ein Färbebad gelegt wird. Und dafür habe ich offensichtlich hier dieses sehr schöne Naturgarn bekommen. Also ja, das alles geht auf jeden Fall ins Shibori-Bad. Und dann habe ich noch Knöpfe und
Schrägband. Da muss ich jetzt gucken. Ich glaube, ich werde mit dem Shibori schon ganz gut zu tun haben. Das heißt, wir machen ein richtig einfaches Nähprojekt draus. Und ich habe mir hier, als ich das alles ausgepackt habe, gedacht, am schönsten wäre doch ein schöner, frischer, sommerlicher Kissenbezug mit einem Hotelverschluss mit Knöpfen. Holz passt wunderbar, wenn das Ergebnis so wird, wie ich es hoffe. Und das andere überlege ich mir noch, ob ich das Schrägband als Schrägband nutze, vielleicht einfach als Kissen herum, also ums Kissen herum, oder ob ich das Ganze noch mit einer Kordel fülle und dann zu einer Paspel mache, wirklich zu so einer dicken, runden Paspel, die dann auch außen rum gehen könnte. Das entscheide ich dann, glaube ich, spontan. Ich schaue mir nochmal an, wie mein Ergebnis wird. Und dann haben wir demnächst einen schönen, freshen, sommerlichen Kissenbezug. Und liebe Nine, ich bin dir richtig dankbar, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast, denn ich wollte ehrlich gesagt schon länger mal ein Batik-Projekt machen. Gar nicht mal so aus einem Rohstoff, also aus einem neuen Stoff, sondern aus einem Kleidungsstück, was ich habe und was ich unbedingt retten möchte. Und ich finde, das nehmen wir in dieses Video einfach auch mit rein, denn ich habe ein Jeanskleid, ein ganz dünner, feiner, leichter Jeansstoff und das ist irgendwie beim Waschen ausgeblichen. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Da sind so irgendwie richtig unschöne Flecken drauf. Und wenn ich jetzt sowieso schon mal ein Färbebad in den Eimer schieße, würde ich mein Kleid einfach auch Shibori-mäßig so ein bisschen zwirbeln und falten und knicken. Mal schauen, wie das geht. Und mit reinwerfen. Und dann werden wir sehen, ob daraus vielleicht auch etwas Neues entstehen kann, sodass ich das diesen Sommer noch tragen kann. Ich bin sehr gespannt auf mein Projekt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich werde mich wieder bei euch melden, sobald ich mit dem Spaß fertig bin und alles trocken ist und alles repräsentabel ist. Bis dahin nehme ich euch natürlich mit der Kamera mit. Und dann könnt ihr mal schauen, was ich draus mache. Und ihr könnt natürlich schauen, was euch auf unserem neuen, freshen, coolen, schlanken, knackigen Makerist.de anlacht. Mit unserem neuen Logo und natürlich auch mit der Idee, dass ihr euer Projekt bei uns findet und von Anfang bis Ende gemeinsam mit uns durcharbeiten könnt. Klickt euch gern rüber, bleibt gern hier, vor allem auch fürs Gewinnspiel am Ende des Videos. Und ich mache mich jetzt an mein Färbebad. Ich habe es mit einem relativ großen Stück Stoff zu tun. Das heißt, ich habe mir meine ganze Bahn, es ist ein halber Meter auf voller Breite, erstmal halbiert. Und zwar ist hier die Breite, hier seht ihr meine Falte. Und ich habe mich für die Shibori-Technik entschieden. Das ist jetzt nicht mit Sicherheit garantiert, nicht ganz so traditionell und korrekt, wie es natürlich in Japan traditionell gemacht wird, weil ich habe auch nur mir ein, zwei Videos zu der Technik angeguckt, aber ich werde das jetzt mal so gut wie möglich nachahmen. Und dafür nimmt man sich seinen weißen Stoff, faltet den auf eine gewisse Art und kann dann besondere Ergebnisse erzielen. Und die erste Falte, die ich jetzt mache, ist eine Akkordeonfalte. Das heißt, ich nehme mir von meinem Stoff so gut 10 cm und falte die wie ein Akkordeon immer einmal oben, einmal unten rum. Und die Kanten werde ich am Ende auch einmal bügeln. Ihr seht, ich habe ganz entspannt gebügelt. Da war jetzt nicht sehr viel Druck dahinter. Es geht nur darum, dass die Kanten halbwegs gesichert sind und sich der Spaß nicht sofort wieder öffnet, wenn ich mir jetzt mein Muster darauf sticke. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann nur binden, man kann auch sticken. Und ich habe jetzt für dieses Projekt erstmal mich fürs Sticken entschieden. Binden werde ich gleich mit meinem Jeanskleid. Das zeige ich aber nach diesem Stück hier. Mein Bindeband lege ich nochmal für einen Moment zur Seite. Ich muss zunächst mir hier ein Muster erstellen und ich beginne mit meinem Muster hier an der rechten Seite, weil ich von hier dann auch als Rechtshänderin ein bisschen leichter sticken kann. Und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach in einem Zickzack jetzt immer hier so hoch. Wir machen ein relativ grobes Muster. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausschaut. Es sind sehr viele Schichten. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt eher grob gefaltet und nicht sehr fein. Das echte Shibori ist natürlich eine super feine, jahrhundertelange Angelegenheit. Schaut euch das unbedingt an, es ist einfach nur beeindruckend. Ich mache jetzt hier weiter mit meiner Spielerei. Ich habe mir jetzt vormarkiert 45 Grad Linien, die immer wieder hier so hoch und runter gehen. Und die werde ich jetzt einmal etwas ansticken. Das mache ich hier mit meinem Garn. Ich habe extra ein etwas Festeres genommen, dass das nicht so leicht reißt. Und das werde ich am besten auch direkt doppelt nehmen. Und dann werden immer diese kleinen Stückchen gestickt und zwar separat voneinander, sodass man sie dann auch separat zusammenraffen kann. Das Garn nehme ich am besten direkt doppelt, dann laufe ich nicht so große Gefahr, dass das am Ende reißt. Und dann alle Schichten einfassen, indem ihr hier mit einem ganz lockeren Heftstich
durch alle Schichten hindurchstecht. Je mehr Lagen ihr habt, umso anstrengender ist das Ganze. Aber es ist ja nicht sehr viel und ihr könnt hier wirklich einen Zentimeter weit heften. Das wäre geschafft. Ihr seht, ich habe hier überall entlang gesteppt oder geheftet eher. Und diese Fäden, die jetzt hier abstehen, werde ich jetzt zusammenziehen. Hier hinten kann ich relativ sicher sein, dass sich das nicht rauszieht. Das heißt, ich werde jetzt hier an meinen Fadenenden jeweils ziehen, so dass sich hier diese kleine Raffung bildet. Und dann kann ich mein Garn hier vorne knoten, dass sich das nicht wieder öffnet. Hier unten gleiches Spiel. Ich würde jetzt hier einmal diese Raffung ziehen und einmal diese und dann diese beiden Enden miteinander verknoten, dann hält das Ganze noch viel besser. Ich darf jetzt hier nicht zu doll ziehen, damit ich eben hier das Garn nicht rausziehe. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Die beiden Enden gut miteinander verknoten. Es macht wirklich Sinn, hier mit einem dickeren Garn zu arbeiten, denn ich muss hier sehr viel Zug ausüben und das hier ist ein besonders festes Garn. Mit einem ganz einfachen normalen Nähgarn hätte ich hier wahrscheinlich schon längst was durchgerissen. Und die nächsten beiden. Ganz am Ende ziehe ich mir einen meiner Fäden nach oben raus, aber nur einen, sodass der andere drunter bleibt und ich nach dem Ziehen die beiden einzeln miteinander verknoten kann. Das hält, glaube ich, besser als der Knoten, den ich eben gemacht habe. Also habe ich einen oben, einen unten und das Ganze einmal zusammenraffen. Je feiner ihr diesen ganzen Spaß vorbereitet, also weniger Schichten, hoppla, jetzt ist was gerissen, weniger Schichten und das Ganze einfach noch ein bisschen feiner falten und schmaler machen, umso feiner wird auch das Ergebnis. Bei uns wird es jetzt hier relativ grob werden. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf das Ergebnis. Dieses Stück, da stecke ich mir jetzt nochmal eine Nadel, damit das Ganze hier hält, weil ich jetzt hier natürlich ein bisschen zu doll dran gezogen habe. Andere Seite genauso. Und dann kommt das erstmal beiseite und wir bereiten das Kleid vor, von dem ich gesprochen habe. Mal schauen, ob das jetzt hält. Die Nadel steckt, die andere Seite ist fest verknotet. Das kommt zur Seite. Die ganzen Garnenden kann ich auch später abschneiden. So schaut besagtes Jeanskleid aus. Und während es oben noch, abgesehen von so einem kleinen Fleck hier, halbwegs in Ordnung aussieht, seht ihr hier schon die gröberen Schnitzer. Das ist tatsächlich bei einer ganz normalen Maschinenwäsche passiert. Ich kann mir nicht erklären, warum. Tatsächlich steht oben drin in meinem Zettelchen oder stand, bevor es ausgewaschen ist, dass ich dieses Stück nicht maschinenwaschen soll. Ich konnte mir nicht ganz erklären, warum. Jetzt weiß ich es. Offensichtlich ist da minderwertige Farbe genutzt worden. Ich kann schlecht das Stück, so wie es ist, in Batikfarbe legen und hoffen, dass es Farbe annimmt. Denn selbst da werden die Flecken sichtbar bleiben. Die Flecken werden ja nur um Nuancen aufgehellt und wenn ich es oder verdunkelt. Und wenn ich das verdunkel, wird es natürlich dunkler werden, als wenn ich das verdunkel. Das heißt, ich hoffe, dass ich mit so einem kleinen Twist hier ein sehr unstetes Farbbild reinkriege, in dem dann die Flecken nicht mehr auffallen. Und auch dafür habe ich mir ein bisschen Inspiration auf YouTube geholt. Und dafür lege ich mir jetzt erstmal mein Stück offen auf den Tisch. Und ich werde es dann eindrehen wie ein ganz klassisches buntes Batik-Shirt. Wir werden sehen, was passiert. Damit ich das eingedrehte Shirt gut fixieren kann, lege ich mir hier schon mal mein Wollknäuel zur Hand, was Nine mitgeschickt hat. Das kommt einfach zur Seite, dass ich es griffbereit habe. Und ich zippel mir jetzt hier so ungefähr die Mitte des Rückens raus. Ich kann die grob an meinen Gürtelschlingen festmachen, also hier. Und hier greife ich jetzt einmal in mein Stück rein und drehe es. Und ihr seht schon, wenn ich diese Schnecke drehe, dann dreht sich alles in so kleinen Fältchen mit ein. Ich kann die Fältchen hier auch noch mal ein bisschen glatter legen. Diese Falten, wie so eine kleine Sonne oder so ein kleiner Trichter, wenn man was in den Ausguss gießt. Zu guter Letzt kommen die Ärmel noch mit rein und auch die werden einfach mit eingedreht. Ihr könnt sie natürlich auch noch mal etwas in Falten legen. Beziehungsweise nicht zu kompakt machen, denn wir wollen ja, dass auch noch Farbe reingeht. Das heißt, ich drehe mir das Ganze jetzt hier einmal so zusammen, zu so einer Schnecke. Und diese Schnecke wird jetzt gebunden mit meinem Garn. Jetzt bin ich gespannt, was damit und hiermit passiert, wenn ich das in ein Färbebad lege. Und da machen wir uns jetzt einmal dran.
Die Anleitung im Netz hat besagt, dass das gute Stück nur 2 bis 4 Minuten im Färbebad liegen bleibt und dann wird es rausgenommen. Und ja, das werden wir jetzt testen. Das andere Stück ist etwas größer. Das machen wir also erst noch nass. Ich werde es einmal komplett durchnässen. Ich habe mir auch einen Bottich mit Wasser mitgebracht, bevor wir das reinlegen. Vier Minuten sind um. Ich werde jetzt unseren bearbeiteten Stoff einmal rausnehmen. Der geht in die Wäsche. Den anderen lasse ich noch im Färbebad drin liegen, denn ich hätte gern bei meiner Bluse einen etwas intensiveren Farbton. Es kann ruhig eine Ecke dunkler werden. Das heißt, mein Hemdblusenkleid bleibt noch ein Weilchen hier im Farbbad. Und damit geht es einmal an die Wäsche. Mit meinem Kissen habe ich dann wie folgt weitergemacht. Erstmal Maß nehmen und Stücke zuschneiden. Ich habe mich da an einem Kissen orientiert, was ich schon auf dem Sofa liegen habe. Das hat allerdings abgerundete Ecken. Das heißt, hier falte ich einmal alle Ecken aufeinander und runde mir die ab. Das klappt fantastisch mit meiner Objektivabdeckung von der Kamera. Sehr gute Runde. Das ist meine Vorderseite, die brauche ich jetzt noch für die Rückseite, allerdings in 2 Teile geteilt. Ich halbiere mir die erstmal und lege mir dann nochmal meinen Oberstoff zurecht. Den lege ich in den Bruch, sodass ich dann das halbierte Vorderteil drauflegen kann mit den Rundungen. Und das verlängere ich um 5 cm. Da kommt dann bei raus, dass ich 2-mal das halbe Vorderteil, aber 5 cm länger habe. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das Ganze wird auch ausgeschnitten. So sehen die Teile aus. Ich habe eine Vorder- und eine Rückseite, weil ja der Stoff so im Bruch lag. Und jetzt gucke ich einmal, wie das alles aufeinander passt, weil ich brauche ja einen guten Überlapp. Die offenen Kanten hier muss ich einmal mit dem Zickzack versäubern und dann säumen. Mit 1 cm habe ich das hier gemacht. Das passt ganz gut. Beide Teile natürlich. Jetzt wird alles gestapelt. Ich lege meine Teile rechts auf rechts. Vorher kommt aber mein Paspelband mit dazwischen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache diese Paspel so ein bisschen as you go. War keine gute Idee. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine Paspel selber macht, näht sie erstmal fertig, sodass ihr ein Paspelband vorliegen habt und das näht ihr dann ein. Nicht so wie ich das hier gemacht habe, mit dem ganzen Rumgefummeln und das immer wieder reinzulegen. Das hat unter Garantie 3-mal so lange gedauert, wie wenn ich das einfach so eingenäht hätte. Paspelband selbst nähen oder einnähen mit dem Reißverschlussfuß habe ich euch gerade gezeigt und so sieht das Ganze dann aus. Ich muss hier noch mein Schrägband ein bisschen zurückschneiden, weil das für eine Paspel ein bisschen zu breit ist. Müsst ihr dann sehen, womit ihr arbeitet. Jetzt wird gestapelt und wir stapeln jetzt rechts auf rechts, so dass die Rundungen schön aufeinander liegen. Deswegen stecke ich auch die Rundungen zuerst fest und die Öffnungen. Also erst hier 2 Nadeln in die Rundungen rein und dann nahe des Saums der Rückseite, da kommen auch nochmal ein paar Nadeln, damit der sich nicht umklappt, wenn ich gleich das andere Teil drauflege, auch rechts auf rechts. Und da gleiches Spiel, so ein paar Nadeln setzen, dann durch alle Schichten, damit die Position sich nicht mehr verschieben kann. Jetzt wird nochmal sauber rundum gesteckt und dann rundum genäht und auch versäubert mit dem Zickzack, sodass wir das Ganze jetzt umkrempeln können. Und das ist doch ein richtig toller Anblick. Die Paspel knallt richtig ins Auge. Die Farbkombi ist wirklich ein Träumchen. Jetzt fehlt nur noch der Verschluss. Da habe ich ein paar Knöpfe mit und die werden einfach eingenäht. Ich habe nochmal das Lineal zur Hand, um wirklich die Position sicherzustellen. Und dann nähe ich die Knopflöcher einfach an der Maschine ein und muss nur noch die Knöpfe annähen. Ja, und so sieht der ganze Spaß fertig gebartigt aus und ich bin wirklich total beeindruckt, dass das so gut geklappt hat. Also das Kissen
finde ich, ist der Hammer. Dieses Muster ist relativ groß geworden, aber wir haben ein ganz tolles Farbintensitätsspektrum von der rechten Stoffseite. Die eingeklappte ist sehr viel flacher. Also wir haben hier offensichtlich eine rechte und eine linke Musterseite. Und auch mit der Passbill, das hat alles super geklappt. Ich finde auch den Verschluss toll. Man sieht, es zieht hier alles ein bisschen, das Kissen da drin ist ein kleines Tickchen zu dick, aber vielleicht dehnt sich da noch irgendwas oder quetscht sich noch was zurecht, sodass es dann nicht mehr so dramatisch ist. Von vorne sieht es aus wie eine Eins. Also das Kissen hat fantastisch geklappt. Und ich meine, mein Jeanskleid seht ihr ja selber. Ich habe es ehrlich gesagt gestern noch getragen und nicht mehr für euch gewaschen. Ich werde es in der Handwäsche waschen ab jetzt natürlich, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Farbe abfärbt. Es gibt auch Farbfixierer. Könnte ich auch machen, das nochmal in so ein Fixierbad legen und dann gucken, dass die Farbe wirklich fix ist und gar nicht mehr rausgeht. Aber ich werde es jetzt wirklich erstmal mit der Hand waschen und die nächsten Wäschen beobachten, was da an Farbe noch rauskommt. Und ja, ich habe es jetzt, wie gesagt, gestern noch getragen, weder gebügelt noch gewaschen, da sind sogar Flecken drauf, aber es sieht einfach toll aus. Den Gürtel habe ich einfach so mit reingeschmissen und durchgefärbt und mit dem Rest bin ich auch super zufrieden. Auf dem Rücken sieht man ein bisschen dieses schneckenartige Muster, was durch das Eindrehen entsteht. Und ja, Wahnsinn. Also ich werde das Kleid noch tragen, vor allem, wenn man die Flecken jetzt auch nicht mehr sehen kann, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Lösung gewesen, um dieses Stück nochmal zu retten, weil ich sonst echt nicht gewusst hätte, was ich damit mache. Ich bin also sehr happy mit meinen Batikstücken. Ich bin sehr gespannt, wie sie euch gefallen. Verratet es gern in den Kommentaren. Und wenn ihr jetzt auch Lust auf Batiken bekommen habt oder wenn ihr genau so ein Überraschungsset auch mal bearbeiten wollt, dann stellt es euch doch gerne selber zusammen auf makegris.de bei uns im Shop. Ich habe natürlich alle Produkte einzeln nochmal für euch unter diesem Video verlinkt. Und ihr könnt da dann natürlich auch nochmal auswählen, wenn euch andere Farben besser gefallen, wenn ihr eine andere Passbill wollt, wenn ihr lieber mit Schrägband arbeiten wollt. Also es ist alles für euch da auf makegris.de, um genau das oder was anderes nachzuarbeiten. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was Nine aus ihrer Überraschungsbox macht, die ich ihr geschickt habe. Sobald dieses Video da ist, werde ich es euch natürlich auch verlinken. Und damit die Wartezeit bis dahin nicht ganz so lang ist, habe ich für euch auch noch ein kleines Gewinnspiel in diesem Video. Da lohnt sich dann der Besuch auf makegris.de umso mehr. Ich habe 3x50 € für euch als Wertgutschein, den ihr bei uns auf die meisten Produkte, nicht alle, aber die meisten anwenden könnt. Also Videokurse, Anleitungen und natürlich auch Material. Und alles, was ihr tun müsst, ist mir unter diesem Video in den Kommentaren zu verraten, was ihr aus der Überraschungsbox gemacht hättet. Also hättet ihr genau das Set bekommen, was ich hier habe, was wäre euer Projekt geworden? Wenn ihr einen konkreten Schnitt im Sinn habt, dann könnt ihr den auch gerne nennen oder sogar verlinken. Und alle Kommentare, die da eine schöne Idee haben, kommen dann in den Lostopf und dann werden 3 GewinnerInnen ausgelost. Und die werden über die Kommentarfunktion von mir benachrichtigt und dann machen wir den Rest per E-Mail klar. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch für Ideen habt. Ich habe ja auch noch ein bisschen Reststoff von meinem Batikkissen übrig. Das habe ich gar nicht aufgebraucht. Also vielleicht ist da auch noch was für mich dabei, was ich dann aus meinem Rest zu Ende nähen kann. Ich drücke euch die Daumen fürs Gewinnspiel und ich hoffe, ihr klickt euch so oder so jetzt schon mal rüber zu makegris.de, um euch den neuen Look schon mal zu Gemüte zu führen und auch den neuen Shop in seiner vollen Fülle zu genießen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr mir einen Daumen hoch gebt, dass ihr den Kanal abonniert, wenn das noch nicht geschehen ist und gerne auch weiterempfehlt, wenn ihr jemanden kennt, der oder die auch auf DIY und vor allem Nähen steht und Nähthemen und Nähtutorials, dann immer her mit den Leuten, denn je mehr, desto lustiger. Und ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!